Abu Khalid Yazid ibn Muawiyah war von 680 bis zu seinem Tode der zweite Umayyaden-Kalif und der erste in diesem Amt, der den Propheten Mohammed nicht mehr persönlich kannte. Mit seinem Herrschaftsantritt etablierte sich im Islamischen Reich das dynastische Prinzip. Leben als Sohn Muawiyas und seiner Lieblingsgemahlin Mais und nahm Yazid schon 669 an der Belagerung von Konstantinopel teil. Nach dem Tod seines Vaters wurde Yazid zum Kalifen erhoben. Die Leistung des Troyets erfolgte im Ratschab des Jahres 60. Nach der Regierungsübernahme war er eher am inneren Ausbau des Reiches interessiert. So beließ er die bewährten Statthalter seines Vaters in ihren Ämtern, verstärkte die Grenzbefestigungen und reformierte das Finanzwesen. Besonderes Interesse zeigte er für den Ausbau der Bewässerungsanlagen in der Umgebung seiner Hauptstadt Damaskus. Allerdings weitete sich die Opposition gegen die von den Umayyaden neu eingeführte Erblichkeit des Kalifats weiter aus. So wurde Yazid der Erste im Hijaz sowie Teilen des Iraks und Irans nicht als rechtmäßiger Herrscher anerkannt. Zwar konnte ein Aufstand der Aliden in Kufa niedergeschlagen und Husayn ibn Ali in der Schlacht von Kerbela getötet werden, doch erforderte die Opposition der Sahaba in Medina und Mekka einen Feldzug in den Hijaz. In der Schlacht von Al-Herre am 27. Dhul Hijja 63 fügte Yazids Feldherr Muslim ibn Uqba den Aufständischen in Medina eine vernichtende Niederlage bei. Nachdem er die Stadt geplündert hatte, zog er nach Mekka weiter, um gegen Abdallah ibn Azib Zubair zu kämpfen. Bei der Belagerung der Stadt wurde auch die Kaaba schwer beschädigt. Große Eroberungen konnten unter diesen innenpolitischen Umständen nicht erfolgen. Zwar stießen die Muslime unter Uqba ibn Nafi durch den Maghreb bis zum Atlantik vor, doch wurden sie 683 von den Berbern vernichtend geschlagen, so dass sich die Truppen nach Tripolitanien zurückziehen mussten. Auch gegen Byzanz erlitten die Muslime einige Rückschläge. Als dieses Rhodos und Zypern zurückeroberte und erneut die Seeherrschaft im Mittelmeer gewann, Yazid I. starb am 11. November 683 in seiner Residenz in Huwarin in der Nähe von Damaskus, wo er auch begraben wurde. Nachwirkungen: Nach Yazids frühem Tod wurde sein Sohn Muawiyah II, der letzte Ufu'aniden Kalif, bevor Marwan I. die Umayyaden-Linie der Marwaniden an die Macht brachte. Der schnelle Wechsel der Kalifen und der Rückzug der umayyadischen Truppen aus dem Hijaz nach dem Tod Yazids führten zur Ausrufung des Gegenkalifen Abdallah ibn Azib Zubair und zu einer schweren Krise der umayyadischen Herrschaft. In schiitischen Überlieferungen und einigen sunnitischen Hadithen aus den Sahih-Sammlungen Al-Bukharis und Muslims gilt Yazid I. als einer der verschwenderischsten Herrscher seiner Zeit, dem zudem Tyrannei und Weinanbau vorzuwerfen sei. Angeblich hat er selbst Zeit seines Lebens Alkohol getrunken. Yazids Sohn Khalid wird eine alchemistische Schrift zugeschrieben. Belege VGL Al-Mas'udi Kitabet Tanbi S 393. VGL Al-Mas'udi Kitabet Tanbi S 396.